Hallo Leute, im Jemen tobt zurzeit ein blutiger Krieg seit 4 Jahren und die UNO erwartet eine noch schlimmere Katastrophe als ohnehin schon. 12 Millionen Menschen in dem kleinen Land sollen vom Hunger und vom Hungertod bedroht sein. Hunderttausende sind schon gestorben und mit in diesem Krieg, an dieser Katastrophe beteiligt sind unter anderem Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Ägypten, die dafür sorgen, dass durch eine Blockade keine Lebensmittel zu den betroffenen Menschen ins Land kommen können. Was hat das mit uns zu tun? Naja, die Große Koalition hat in ihrem Koalitionsvertrag festgelegt, dass sie keine Rüstungsausfuhren mehr in Länder genehmigen wird, die solange diese unmittelbar am Jemenkrieg beteiligt sind. Und heute müssen wir feststellen, das war eine glatte Lüge. Die fühlen sich an ihren eigenen Koalitionsvertrag in keiner Weise gebunden. Im Gegenteil, erst kürzlich hat Wirtschaftsminister Altmaier eine Liste von Rüstungsgütern vorgelegt, die wieder an Saudi-Arabien geliefert werden sollen. Mehrere hundert Millionen Euro Gewinn winken für die deutschen Rüstungsunternehmen. Unter anderem werden Patrouillenboote der Lürssenwerft geliefert. Und der Vertreter des Auswärtigen Amtes erklärte uns heute Morgen im Ausschuss allen Ernstes, dass sie sich ganz, ganz sicher sind, dass Saudi-Arabien diese Patrouillenboote nicht einsetzen wird für die Blockade des Jemen. Wie armselig ist eigentlich diese Argumentation? Ich finde, wenn und solange Länder an einem solchen Massaker wie im Jemen beteiligt sind, es ist absolut unverantwortlich, auch nur eine einzige Patrone, auch nur eine einzige Handfeuerwaffe oder einen einzigen Militärtransporter zu genehmigen für diese Länder. Und ich finde, wir müssen unbedingt dafür sorgen, dass diese Rüstungsexporte aufhören. Eigentlich alle Rüstungsexporte, aber bitte zunächst mal keine Waffen, keine Munition, keine Panzerfabriken mehr an Saudi-Arabien.